König Felipe VI. Von Spanien sah sich wütenden Demonstranten gegenüber, als er die Region Valencia besuchte, die in den letzten Tagen beispiellose Überschwemmungen verzeichnete. In einigen Aufnahmen sind Anwohner zu hören, die Mörder und Schande rufen, während sie Schlamm in Richtung des Königs werfen, der gefragt wurde, warum nichts unternommen wurde, um die Tragödie zu verhindern. Die schlimmsten Überschwemmungen in Spanien seit Jahrzehnten haben ganze Stadtviertel mit Schlamm bedeckt und Dutzende von Autos übereinander gestapelt. Mehr als 200 Menschen haben ihr Leben infolge der Überschwemmungen verloren und es gibt immer noch viele Vermisste. Rettungsteams bemühen sich, Überlebende zu finden. Die Anwohner sind extrem wütend über, wie sie sagen, das Fehlen von Warnungen und angemessener Unterstützung durch die Behörden nach den Überschwemmungen. König Felipe und Königin Letizia besuchten am Sonntag Paiporta, eine der am stärksten betroffenen Städte. Am Samstag ordnete der spanische Premierminister Pedro Sánchez den Einsatz von 10.000 zusätzlichen Soldaten und Polizisten in dem von den Überschwemmungen betroffenen Gebiet an. Er erklärte, dass dies das größte militärische Engagement in Spanien in Friedenszeiten sei. Er räumte jedoch ein, dass die Reaktion nicht ausreichend gewesen sei und gestand große Probleme und Mängel ein.